die Partners und herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge Bang Bang. Ich hab's ja selber nicht geglaubt. Ich hab's ja selber absolut, ich leg schon mal einfach los im Hintergrund, oh, während ich euch tolle Geschichten erzähle von meinem Leben. Nee, aber ich hätte nicht gedacht, dass so viele Menschen dieses Spiel nochmal sehen wollen. Ich meine 1000 Likes quasi, das ist ja auf meinem Kanal so, gibt's eigentlich gar nicht. Es gibt selten. Aber wenn ihr euch daran so erfreut, erfreue ich mich natürlich auch daran. Ich denke mal, die ersten Levels, wir können leider nicht speichern. Jetzt habe ich überlegt, mache ich es unauthentisch und spiele die nächsten 5 Level erst wieder vor? Aber nein, wir machen es einfach von vorn. Das sollte ja kein Ding sein, das ist ja easy. Hier einmal eine schöne Deckenlampenkombination. Dann kurz anvisieren. Oh, das ist gefährlich, das ist jetzt gefährlich. Da lasse ich mal lieber noch ein paar los, vielleicht, das war dumm. Das war sehr dumm, ins Schlüsselbein, voll geblutet. Naja, wie das so ist, ne? Im Westen, da nennt man mich den Sechskammerhammer. Der Mann mit der rauchenden Coltspitze. Oh, da guck mal, das Brett. Easy. Erst musste das Brett weg. Das ist eine wichtige Taktik. Das gehört alles zu meiner... Ich schieß mir jetzt in den Hals Strategie. Tja, wer es noch nicht mitbekommen hat. Das Spiel ist gratis immer noch. Könnt ihr euch gratis runterladen. Schaut in die Beschreibung. Die super toll ausgeklügelt und geschrieben von königlicher Hand ist. Ich dachte, der prallt jetzt da ab und macht die Flasche putt. Das war eigentlich mein Ziel. So, die Fliege haben wir erstmal erledigt. Zumindest haben wir ihr ein ordentliches Bleizäpfchen verpasst. Guck mal, vor dem Runterfallen hat der Typ das Ding noch weggekoltet. Wahnsinn. So simpel dieses Spiel ist, ne, jedes Mal. Es passiert jedes Mal was anderes. Von vorn bis hinten. Jeden Tag ein neues Spiel. Das ist wie im echten Leben. Wie im echten Leben. Wie bei euch zu Hause, wenn euer Vater mit seinen Knarren im Zimmer rumballert. Nein, natürlich nicht. Ich wollte niemandem zu nahe treten, falls einer eurer Väter betrunken im Wohnzimmer rumschießt. Soll er das gerne machen? Ich mische mich da nicht ein. Jedem das seine. Jeder hat sein Leben. Solange er dabei niemanden verletzt, ist das von mir aus alles in Ordnung. So, warte mal. Wenn ich jetzt... Ich probiere mal hier so ein paar neue Strategien. Jetzt versuche ich mal... siehst du? Das war nämlich der russische Colt-Schwinger. Oh, das ist immer so... das war knapp. Das war eigentlich schon im Auge. Oh, das ist nicht gut. Unkontrolliertes Geschoss. Oh, fuck, jetzt habe ich zu lange gewartet. Da hätte ich noch ein paar rauslassen müssen. Ich muss mir da noch, wie soll ich das sagen? Ich muss mir da noch einige Strategien überlegen. Wie ich das hier alles ein bisschen intelligenter lösen kann. Fuck. Voll in den Arm. Das war nicht gut. Ja, guck mal, er break all the bottles. Ja, das ist mir schon klar. Aber ich schieße ihm gleich dafür nochmal... Ey, was? Ich habe doch viel höher abgezogen. Oh Gott. Zum Glück, wenn ich jetzt noch abschießen könnte, das wäre geil. So ein paar letzte Zuckungen, das wäre doch super cool, oder? Also, ich glaube zwar nicht, dass dieses Spiel sich noch großartig riesig weiterentwickeln wird. Aber ich habe große Hoffnung. Da habe ich mir vorsichtshalber selber in den Fuß geschossen, damit mich die Kugel nicht trifft. Das wird leider nichts. So, jetzt machen wir hier den ganz schnellen Quicker. Alter! Zack! Easy. Ich hab's raus. Das ist, man muss das intuitiv... Zack! Boah! In der Luft, Alter! Was ein geiler Schuss! Da kannst du mir doch mal die Tasche lecken. Guck dir das mal an, wie krass der Typ ist. Fliegen die Splitter. Das Licht. Oh! Mit dem Holzbrett, das wäre so geil gewesen, ne? Wenn ich den jetzt noch halbwegs intelligent... da rettet mir der Hut. Das Leben, da versaut mir die Fliege wieder den Tag. Ich muss die Kugel erstmal ganz wichtig... Mittelohrentzündung! Da oben, zack, hier so einen kleinen Tunnel ins Ohr. Das ist doch im Trend, oder nicht? Die meisten Leute tragen ihn im Ohr, ich trage ihn gleich im Kopf. So ein Blick aufs Hirn. Ein Hirntunnel. 70er Hirntunnel. Das ist der neue Style. Das ist der neue Trend. Das kommt aus den Südstaaten. Das wird sich noch durchsetzen, da bin ich mir ganz sicher. Zack. Da ist die Flasche weg. Und zack. Okay, jetzt versuche ich mich erstmal... Ich habe es versucht, aber jetzt. Jetzt brauche ich eine neue Hosentasche. Das ist natürlich eklig, wenn da mir alles voller Blut ist. In dem Schweineladen. Hey, da unten, das geht doch nicht. Wieso fällt die schon runter? Mist. Das wäre doch zu schön gewesen. Oh, klarer Treffer, ganz easy. Jawoll! Komm schon. Jetzt muss ich irgendwie... Okay.
Vielleicht entferne ich erstmal die Lampe. Wow, skillig! Nice! Nice! Ich weiß gar nicht, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. Das war irgendwie, da standen wir auf so einem Kistenstapel oder so. Hallo, ich stehe doch noch! Ich stehe doch noch! Okay, jetzt versuchen wir erst die letzte Ausweg-Taktik. Hier einmal über den Hut. Oh, funktioniert. Versuchen wir es erstmal ganz grob da oben rein zu zimmern. So, jetzt kann ich ja eigentlich gar nicht verfehlen. Bam. Aber die da hinten kann ich verfehlen. Ganz easy sogar. Oh, zum Glück war da die Hand. Sonst wäre es im Auge. Und niemand mag das gerne im Auge, sage ich euch. Das eitert, das dauert ganz lange, bis das wieder rausaltert, vernünftig. Oh, was für ein scheiß Abprall an der Lampe. Das war doch ein abgekadertes Spiel. So ein Fuck. Naja, okay. Ich hoffe, dass es diesmal alles durchläuft, ohne abzuschmieren. Das wäre natürlich geil. Okay, ja, okay, Licht aus. Ich bin mehr so der Dark Shooter. In the Dark, da habe ich es einfach besser drauf. Weißt du, ich trinke im Dunkeln, ich bumse im Dunkeln. Also kann ich im Dunkeln auch am besten schießen. Okay, okay. Ich muss doch da oben irgendwie... Alter. Alter. Komm, jetzt enttäusch mich nicht, Billy. Boah, skillig, das war alles geplant. Das war so dermaßen geplant. Okay, ich glaube, hier hatten wir letztes Mal die Probleme. Weil das ist ja alles... Oh. Au, wieso schießt er sich denn direkt danach in den Fuß? Also so zwei hintereinander abfeuern, Leute, ne? Das ist echt, das ist ein scheiß System, sag ich euch jetzt schon. Okay, den haben wir schon mal easy erwischt. Irgendjemand hat geschrieben, dass die Musik ihn sehr stark an SpongeBob erinnert, ja? Ja, jetzt wo du es sagst, bin ich auch ein bisschen drin. Aber... Ah, ich bin nicht ganz so lange auf dem SpongeBob-Zug gefahren wie die meisten. Bei mir gab es noch so die Tex Avery Show und so ein Shit. Ich weiß gar nicht, ob es sowas heute noch gibt. Heutzutage ziehen sich alle Phineas und Ferb rein. Aber das ist auch geil. Das ist auch geil. Also ich lache mich jedes Mal schlapp. Ich weiß nicht, ob das absichtlich... Also ich denke, das ist ja eigentlich für Kinder. So, ne? Das ist ja ein Cartoon von Disney. Sogar von Disney. Überleg dir das mal. Du lachst dich tot. Oh, shit. So ein bisschen Phineas und Ferb. Okay. Okay. Nein, nein! Ach, das ist doch... Oh Mist, jetzt habe ich sogar eine erwischt. Man muss echt zufallmäßig, oder man muss... Ich kann nicht so viele gleichzeitig abfeuern, oder? Dann knall ich mir doch nur wieder ins Hemd. ich habe mir irgendwie das Handgelenk ins Genick getackert, aber das macht nichts. So trägt man das. In den Südstaaten ist alles erlaubt. Oh, fuck! Ey, dieses Level ist doch gar nicht zu schaffen. Ich falle jedes Mal da runter. Guck mal, ich kann... Kann ich denn hier... Fuck. Okay, jetzt aber... Peng! Nein! Oh! Oh, Schwein gehabt. Vielleicht direkt rein? Okay. Au! Mann! Und dann, weißt du, wenn ich dann hier runterfalle, kann ich doch, kriege ich den auf der anderen Seite doch niemals wie. Au! Fuck! Zum Glück nicht in die Eier, ey. Ah, das hätte ich mir nämlich nie verziehen. Ja, die Fliege, sie spottet. Lass die Fliege nur spotten. Die Fliege kriegt von mir erstmal ein Dislike, aber einen ganz dicken. Hey, hallo, 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 hallo. Ich kann da gar nichts dran, ich kann nichts machen. Aber noch bin ich am Leben. Oh, noch war ich am Leben. Daddy hätte es sogar machen können. Shit. Okay, vielleicht beim nächsten Mal. Hä? Ja. Wie soll ich denn in dieses blöde Loch da reinkommen? Kannst mich mal ordentlich am Sellerie lecken jetzt. Achtung. Oh, nee, das wird schon nix. Das wird schon nix. Fliege des Todes. Wow. Oh! Fuck! Scheiße! Aber es war geil, oder? Da musste ich mich gerade auch so einmal ein bisschen konzentrieren. Ist ja nicht alles das Einfachste hier. Okay, nein, bleib doch, bleib doch.
Bitte stürz doch nicht. Ah, shit. Okay, wir haben nur noch... Obwohl, jetzt habe ich einen geilen Schutzschild. Na, das war's dann auch mit dem geilen Schutzschild. Ey, wie soll man denn da drin? Das ist doch unmöglich. Dieses Spiel ist so dermaßen schwer. Haben sie sich gedacht, ah, die Penner zahlen schon nichts dafür? Dann machen wir es ihnen nicht einfach. Oh, jetzt ist die Lampe auch noch da drin. Wie soll ich denn jetzt jemals... Au! Wie, was, Alter? Ich war gerade so hoch konzentriert. Ja, genau. Streckt er die Zunge raus. Habt ihr mein geiles Unterarm-Tattoo gesehen oder sind das Haare? Das ist bestimmt ein Tattoo, oder? So schlagringmäßig. Du hast mir fast den Kopf abgetrennt. Wie soll jemand in meinem Alter denn so ein Level noch schaffen? Mann. Okay. Es ist auch noch... quasi für alte Männer wie mich fast mitten in der Nacht. Au! Ach, das hätte man nur mit Glück machen können, ne? Ich glaube, das kann man generell nur mit Glück machen. Weil, guck mal, ich mache jetzt gar nichts. Ich mache jetzt nichts. Und schau, da, er fällt schon um. Er fällt schon um. Ich muss hier weiter in den Winkel kommen. Oh. Ja, wie soll ich das jetzt machen, ohne mir in den Fuß zu schießen? Okay, dann muss ich jetzt hier mit schießen. Nein. Schön mit der Hand. Da müssen wir jetzt aufpassen. Alter, der schwängelt hier aber rum. Der schwängelt ganz böse. Da habe ich die Fliege weggeschwängelt. Oh! Treffer! Ah, in den Fuß! Scheiße, ich hab's geahnt, ey. Da hat er sich selber in den Fuß geschossen. Die Welt hatte den Atem angehalten. Er zielte und schoss sich in den Fuß. Jetzt hätte ich fast schaßig in den Fuß gesagt. Dann wäre ich aber wieder... Ne, manchmal merke ich selber erst später. Aber manchmal erwische ich mich schon vorher bei sowas und... bremse den Zukunftskreis und sage ihm innerlich nein. Sag das nicht. Du machst dich zum Gespött. Aua! Hallo! Mann! Oh, Leute, ich glaube, hier sind wir letztes Mal auch hängen geblieben. Das heißt, entweder ich bleibe jetzt so lange hier, in diesem Level, bis wir das gepackt haben. Ah, aber mit einer Kugel im Auge wird das nichts. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das, wie ihr das beurteilen würdet. Aber im Großen und Ganzen haben die meisten Leute von euch mit einer Kugel im Auge nicht mehr so viel gemacht wie... Ah! Ich komme meistens nur davor. Okay, pass auf, jetzt mache ich hier Shoot and... Repeat. Ich baller jetzt und hoffe einfach mal, dass ich nicht ganz so früh sterbe. Es wird doch nichts. Es wird doch nichts. Oh, guck mal, wie er zielt. Über die Ecke. Er ist krass. Er hat einen guten Flow. Er hat den Südstaaten-Flow. Ah! Und er hat eine Kugel in der Hüfte. Das ist nicht so geil. Trotz Südstaaten-Flows. Ha, da machst du nichts. Hast eine Kugel in der Hüfte? Oh. Scheiße, Alter. Das gibt aber eine Harry Potter-Narbe am Ende, sage ich euch. Kann man hier eigentlich irgendwie ducken oder springen oder so? Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Nee, kannst du nichts machen. Komm schon, darüber. Ah. Okay. Immer so ein bisschen in die Richtung. Was, Alter? Das war doch fast un... Der eine Ritz da, weißt du? Sonst treffe ich gar nichts, aber dann so eine kleine Ritze. Die... Zack, drin. Wieso immer ich? Also, Kinder, merkt euch das, ne? Also, zu Hause rumschießen... schlecht. Dann lieber auf offenes Gelände... Oh, aber dann fange ich auch alle Kugeln ein, ne? Hey, aber das ist Hammer, ne? Ich habe da voll Bock auf dieses Game, obwohl das eigentlich wirklich für laufe Nüsse, ne? Oh. Oh, mein Hut! Oh, bis an die Decke. Das hat aber auch noch keiner geschafft. Das muss man erstmal hinkriegen. Das ist,
Das letzte Mal irgendwann zur Zeit der griechischen Mythologie entstanden. Achtung! Oh! Oh! Ich baller mir doch gleich wieder den Fuß, Leute, oder? Was sagt ihr? Ihr sagt, ja, Kreis, du schießt dir in den Fuß. Ich sehe euch zu Hause sitzen. Seht ihr, da ist es passiert. Da ist es passiert. Das war doch ganz klar. Aber nur, weil ihr nicht an mich geglaubt habt. Gerade du. Ja, vor allen Dingen du. Kannst dich ruhig jetzt angesprochen fühlen. Zuschauer Nummer 7. Du hast mir schon einige Videos versaut. Aber das jetzt, ne? Das finde ich echt nicht okay. Nein! Ah! Scheiße. Ich will dieses Level schaffen. Oh, diese Blutfontäne. Das kann doch so schwer nicht sein hier eigentlich. Oh, ich habe so schön geschossen. Was macht der jetzt da unten, die Sau? Komm raus. Bang. 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 Oh. Bang. Oh. Sturzschuss. Sturzschuss war aber super, hä? Bang. Das ist mein Hut. Au. Mann, wieder in den Fuß, nur über Bande. Das ist doch ätzend. Das ist doch ätzend. Aber dass er auch mal nicht zum Arzt geht damit, weißt du? Also mit seinem Alkoholproblem meine ich jetzt. Alter, der wäre bestimmt. Das war bestimmt der heilige Schuss. Jetzt ist da unten die scheiß Lampe auch noch drin. Das wird doch immer beschissener. Leck mich! Leck mich! Leck mich! Ah, wie viele Kugeln der abkriegt. Aber ich glaube, ich habe eine ausgehalten, oder? Also manchmal so ein Streifschuss irgendwo am oberen Mittel. Gehörgangsübergang zum Anus, also da, wo der Gehörgang zum Anus übergeht, genau da kann er den Treffer überleben. Oh Mann. Guck mal, ich kann fast vor richtig zielen. Alter. Oh. Hier ist irgendwo ein Punkt, an dem man relativ gut zielen kann. Allerdings. Ah! Oh, nein, oh, scheiße. Oh, erst freue ich mich. Geil gemacht. Kreis, du bist ein Held, du schaffst es jetzt. Das ist die Runde. Das ist die Runde. Ich wusste, dass das nicht die Runde ist. Ich habe es doch vorher gesagt. Ja. Oh, es wäre so geil, wenn ich jetzt noch leben würde. Oh, oh, das war gar nicht meine Absicht. Da hat er direkt drauf losgefeuert. Ganz ruhig hier. Wie nennen wir ihn überhaupt? Falls überhaupt noch eine Folge kommt. Wenn ihr noch Bock auf noch eine habt, wisst ihr ja, wie das funktioniert. Ich mache das nicht, um irgendwie abzugeiern. Ich gebe euch da keinen großen Vorlauf. Aber wenn ich sehe, es ist gern gesehen, dann mache ich natürlich auch gern noch die ein oder andere Epi. So, von diesem. Super. Oh. Ich wollte gerade abdrücken, aber... Hä, was ist denn das da unten? Was ist das? Ach, das war die Lampe. Das geht doch schon wieder schief. Das sehe ich doch direkt von Anfang an. Wie sollen wir das machen? Gib mal einer einen Tipp. Hat das einer von euch schon geschafft? Ich habe es noch nicht. Lieber eher so. Guck mal, wenn ich jetzt so mache, fahre ich ja direkt. Dann bin ich tot. Aber diese Schatteneffekte hier, Wahnsinn, Leute. Sag ich. Das wird doch schon wieder nichts. Das wird doch schon wieder nichts. Aua! Da liegt dieses beschissene Holzbrett drauf. Wenn das da nicht wäre... Wenn das nicht da wäre, so, da war die Betonung irgendwie falsch. Aber nicht die Betonung, die Vertonung im Spiel, sondern die Vertonung in meinem Kopf. Schlägt mir manchmal selbst ein Schnippchen. Aua! Sagt man das so? Schnippchen? Schnittchen? Es wird doch schon wieder nix. Jetzt mit der Kante. Er war noch nicht tot, aber als er mit dem Kopf auf die Kiste prallte, weil die... Sicherheitsvorschriften hier nicht eingehalten wurden. Ey, der war doch gar nicht getroffen, oder? Das schaue ich mir später nochmal an. Also, meiner Meinung nach war der überhaupt nicht getroffen. Okay, okay. Ah, in die Eier! Ah, ich bin noch Rechtsträger. Jetzt hat er genau die Spitze getroffen. Scheiße. Hätte ich ihn mal links getragen. Wobei er lieber, er würde eher sagen, hätte ich ihn mal links getragen. Oh, I have to wear it on the left. The right, I get to shoot my balls.
Okay. We get it. We get it! Wir machen es wie Dora. We did it! We did it! Du musst nur in jedem Schuss die Macht des Glaubens... Oh, und... Naja. Wie wir sehen, hat die Macht des Glaubens uns leider nicht weitergeholfen. Scheiße. Entschuldigt meinen rüden Ton, aber... In Zeiten von Südstaaten-Spielen kann man das mal machen. Das Brett! Das Brett! Oh, hier, ey, ein Querschläger wieder und das Spiel ist vorbei! Fuck, 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 fuck! Okay, drei Versuche noch. Wir versuchen es noch dreimal. Das ist die Zahl, die Nintendo erfunden hat, glaube ich. Dang it! Ja, Fliege, hast du jetzt davon? Dang it! Schön, schöner Flug, schöner Steilflug. Warum kommt er wieder zurück? Oh, Eierkanone! Das nennt sich... Das ist das Tote-Hoden-Schießgewehr. Er kennt das Tote-Hoden-Schießgewehr nicht. Viele Menschen hat es Jahre in ihrer Kindheit begleitet. Denn nur mit dem Toten-Hoden-Schießgewehr gewinnt man jedes männliche Männerduell. Um eine Frau... Oh, das war mein Hut. Das habe ich schon irgendwie vorher gesehen, oder? Manche Schüsse kann man beim Abschuss schon spüren, dass die einem irgendwo in die Eier gehen. Oh, der Hut. Komm zurück zu mir. Bilde ein Schutzschild um meinen qualmenden Kadaver. Oh Gott, ich stürze, ich stürze. Wow, dieser Sturz war aber in dem Fall gar nicht so... so verkehrt, ne? Irgendwie verschwindet da unten manchmal die Kugel. Ah. Ich bin bei jedem Schuss angespannt. Luft anhalten, mit einem Auge zielen, die Zunge ein bisschen nach draußen schieben und feuern. Oh. Oh, fuck. Also der war ja im Grundsatz gar nicht so schlecht. Hätten da nicht so viele Sachen gelegen, dann wäre es super geil. Dann wäre es super geil gewesen. Aber egal, Leute. Wir machen das. Und wenn nicht, machen wir es beim nächsten Mal. Oh. Fliege tot. Hut. Nicht tot. Komm schon. Daddy, cool. Bang. Alter. Wow. Nice, nice, nice. Wir hoffen auf das Glück der Kugel. Und auf das Glück der Lampe. Alle glücklichen Fügungen könnten dazu führen... Das... Oh, oh, ah, genau in den Schädel, scheiße. Wir waren so nah dran. Wir waren so nah dran. Und jetzt haben wir doch wieder nur eine kleine braune Spur in der Hose. Ey, wollte ich nicht eigentlich aufhören jetzt? Ich wollte aufhören, oder? Aber es ist, es macht mich so... so gallig. Oh, fuck. Oh, oh. Oh, oh, oh. Alter, was geht hier ab? Ey, was geht? Ey, jederzeit kann sich hier alles ändern in diesem Spiel, ne? Das ist zu krass. Zu krass, zu krass. Wo will die Kugel hin? Wie prallt sie ab? Oh nein! Wie lange hält sie das noch durch? Oh Gott. Oh, oh, jetzt könnte... Oh. Der Anfang klingt aber auch so ein bisschen griechisch, ne? Ah, wieso in den Fuß? Wieso? Ah. Dieses Spiel. Dieses Spiel regt mich so auf. Okay, Leute. Ich bedanke mich recht herzlich für euer wunderschönes, völlig sexuell unvoreingenommenes, aufmerksames und vielleicht ein bisschen freudeerquicktes Zusehen. So, jetzt aber mal Schluss. Okay, einen mach ich noch, einen mach ich noch. Oh, da schieße ich mir selbst in den Schwanz. Oh, scheiße. Oh, Entschuldigung. Naja, gut. Zum Ende des Tages eine Kugel zusätzlich im Schritt. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, das hat noch niemandem geschadet. Vor allen Dingen nicht, wenn man hier im Süden lebt.
Alle Kugeln rein in den alten Mann. Jawohl, das auch noch. Schön durchlöchert. Okay, Leute, also, wie gesagt, sexy, bla bla, schön. Danke fürs Zusehen. Wir freuen uns alle gemeinsam aufs nächste Mal. Bis dann, reingehauen und tschüss.